Der Titel der Botschaft lautet: Gott segnet Jakob. Der Text ist 1. Mose Kapitel 27 bis 31. Und der Kerntext, die Kerntexte haben wir gerade gelesen. Leitverse sind Kapitel 28, Verse 13 bis 15. Lass uns diese Leitverse gemeinsam lesen. Bitte. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir, will dich behüten, wo du hinziehst, will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Lieber himmlischer Vater, danke für das Genesis-Bibelstudium, dass wir den großartigen Glauben von Abraham und Isaak kennenlernen dürfen. Danke, dass du auch unser Gott werden möchtest, wie du auch Jakobs Gott geworden bist. Schenke uns ein Herz, als geistliche Erstgeborene zu leben und den Glauben Jakobs kennenzulernen. Im Namen Jesu. Amen. Ja, in der vergangenen Lektion haben wir den Glauben Isaaks kennengelernt. Isaak wurde von vielen Menschen als ein Schwächling missverstanden, der nicht den Glaubensstandard seines Vaters Abraham erreichen konnte. Aber in der Tat ist Isaak ein sehr starker Mann des Glaubens, der viel besser und erfolgreicher war als sein Vater. Er war ein Mann des Gebets. Trotz der Hungersnot und der Verfolgung blieb er im Land der Verheißung Gottes, in dem er immer neue Brunnen aufgrub. Er war ein unüberwindliches Stehauf-Männchen. Schließlich erlangte er den geistlichen Sieg und erhielt Gottes Anerkennung und auch die Anerkennung der weltlichen Menschen. In der heutigen Lektion geht es um den Glauben von seinem Sohn Jakob. Gibt es hier jemanden, der Jakob heißt? Noch nicht. Menschlich betrachtet war er ein Betrüger, der seinem älteren Bruder Esau den Erstgeburtssegen wegnahm und vor der Rache seines Bruders nach Mesopotamien fliehen musste. Aber Gott liebte Jakob viel mehr als Esau, weil Jakob Gott liebte. Gott gab Jakob seine Verheißung und wurde sein Gott in Bethel und Mesopotamien. Als Jakob an den Gott Abrahams und Isaaks und an der Verheißung Gottes festhielt, wurde er von einer einzelnen Person zu einem großen Volk. Gott segne uns Jakobs einfachen Glauben, aber ganzen Glauben an die Verheißung Gottes kennenzulernen und als geistliche Erstgeborene und als Glaubenspatriarchin und geistliche Leiter für das Werk Gottes der geistlichen Wiedererweckung und für die Weltmission zu leben. Okay. Teil 1. Der Gott von Bethel. Kapitel 27 und 28. Sehen wir uns Kapitel 27 an. Dieser Abschnitt berichtet, dass Jakob den Segen des Erstgeborenen von Isaak bekam, obwohl Esau eigentlich der Erstgeborene war. Wer ist hier ein Erstgeborener? Okay. Wer ist der Zweite? Bitte, Peter ist der Zweite. Ja, lernen wir die Geschichte weiter kennen. Esra auch. Menschlich betrachtet war es Betrug, aber biblisch betrachtet war es Gottes Auserwählung. Wenn die Bibel sagt, dass Gott jemanden erwählt, bedeutet das eigentlich, dass dieser jemand Gott erwählt. Warum bekam Jakob anstatt Esau den Segen Gottes? Erstens, Esau war ein Pragmat und ein Opportunist. Esau sagte: Siehe, ich muss doch heute sterben. Was soll mir da die Erstgeburt?
Wahrscheinlich sagt er auch, was nützt es mir, Bibelstudium zu machen und Stellungnahme zu schreiben? Was nützt mir der Masterkurs? Ist ja viel zu anstrengend. Sein Lebensmotto war, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Daraufhin verkaufte Esau seine Erstgeburt dem Jakob für ein Mensaessen 1. Die Bibel kommentiert, dass Esau seinen geistlichen Segen der Erstgeburt verachtete und ein Abtrünniger war. Esau war auch ein fauler Typ. Er war sehr fleißig und begeistert darin, seinen Bauch zu stopfen und seine Begierden zu befriedigen. Aber er war sehr langsam und sehr widerwillig darin, Gott zu gehorchen und etwas zu lernen, etwas Geistliches zu lernen. Faule Typen sind meistens sehr nette Leute wie Esau. Wenn man sie herausfordert, sagen sie meist sehr charmant ab. Aber die Bibel listet faule Menschen unter denen, die einen Platz in der Hölle haben. Zweitens, Esau war ein Ignorant und er war absichtlich ungehorsam. Kapitel 28, Verse 6 bis 8 berichten, dass Esau mit seinen eigenen Augen etwas sah. Was sah Esau? Esau sah, dass seine Eltern Jakob geboten, dass er sich keine Frau von den Kanaanitern nehmen sollte. Esau sah, dass Jakob den Worten seiner Eltern gehorchte. Esau sah, dass sein Vater Isaak die Töchter Kanaans nicht gerne sah. Esau sah und verstand alles. Aber anstatt dadurch zu lernen oder Buße zu tun, nahm er noch eine dritte kanaanitische Frau. Er entschied sich, alle geistliche Einsicht zu ignorieren und absichtlich ungehorsam zu sein. Wer war Jakob? Jakob ist irgendwie als ein hinterlistiger Betrüger bekannt. Ich denke, er ist wirklich missverstanden. Die Bibel sagt, dass Jakob seinen Eltern gehorsam war. Jakob gehorchte seiner Mutter, den Segen Isaaks zu bekommen, trotz seiner Furcht vor seinem älteren Bruder Esau. Er gehorchte auch seinen Eltern, nach Mesopotamien zu ziehen. Als ein zweiter Sohn war Jakob benachteiligt, aber er gab nicht auf, sondern er kämpfte um den Segen Gottes und erlangte ihn. Darum sagt die Bibel, aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Jakob erwählte Gott. Darum erwählte Gott auch ihn. Darum liebte Gott Jakob, aber hasste Esau. Jakob war eigentlich der Letzte, aber er wurde der Erste. König Georg V. von England hatte zwei Söhne, Prinz Edward auf der linken Seite, glaube ich, und Prinz Albert. Der Erstgeborene, Prinz Edward, war gut aussehend und sehr begabt. Aber er gab sein Erstgeburtsrecht als König auf, um die Frau, die er wollte, zu heiraten. Sein Hintergedanke war, die Nazis werden sowieso bald England erobern. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht als König? Sein jüngerer Bruder, Prinz Albert, war anders. Er war scheu, von schwacher Gesundheit und hatte ein schweres Stotterleiden. Aber er heiratete die richtige Frau und nahm die Mission eines Königs in der Kriegszeit auf sich. Als König Georg VI. Leitete er England mit seinen Reden und Ansprachen durch die schwere Zeit des Zweiten Weltkriegs, indem er sein Stotterleiden durch viel Training und Selbstdisziplin überwand. Ich kenne einen jungen Mann, der in der Zeit der Verfolgung den Worten seiner Eltern, insbesondere seiner Mutter, gehorsam blieb. Er handelte nicht pragmatisch oder opportunistisch, sondern entschied sich, viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt und missverstanden zu werden. Er war einmal der Letzte gewesen, aber er ist nun ein Erstgeborener geworden und wächst zum geistlichen Leiter für diese Generation. Unsere Täuflinge, Joshua Elsholz, Samuel Abraham, Sarah Schweitzer, Peter Josef, Sarah Grace, aber auch die Mitarbeiter vom Josia und Hesekiel-Team,
Andrea Schweitzer, Esra Schweitzer, Rebecca, Pauline. Trachten nach dem geistlichen Segen des Gehorsams, indem sie mit dem Glaubensgehorsam für das Werk Gottes zusammenarbeiten, zum Beispiel durch die Geschichtsvorträge. Darum liebt Gott sie und wird Gott sie wie Jakob sehr reichlich segnen und sie als die globalen geistlichen Leiter und Erstgeborene gebrauchen. Isaac und Rebekka sandten Jakob nach Mesopotamien, um ihn von der Verfolgung seines älteren Bruders Esau zu schützen und damit er eine Hausgemeinde mit einer Frau des Glaubens gründen konnte. Jakob gehorchte der Orientierung seiner Eltern. Er zog von Beersheba nach Haran, nach Norden, ganz allein. Als es Nacht wurde, legte er sich schlafen. Da er kein Kissen hatte, nahm er einen Stein und legte sein Haupt darauf. Habt ihr schon mal ohne Kissen geschlafen? Vielleicht weinte er, dass er von aller Welt allein gelassen auf dem harten Boden schlafen musste. In dieser Nacht träumte er. In seinem Traum sah er eine Leiter, die vom Boden bis zum Himmel reichte. Auf dieser Leiter stiegen die Engel auf und nieder. Ganz am Ende oben auf der Leiter stand Gott, der Herr. Der Herr ließ Jakob nicht allein. Der Herr redete zu Jakob und gab ihm seine Verheißung. Ja, sehen wir uns die Verse, Kapitel 28, Verse 13 bis 15 an und lesen wir diese Leitverse gemeinsam. Bitte. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, sollst ausgeweitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir, will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Was können wir von dieser Verheißung Gottes an Jakob lernen? Erstens, Gott identifizierte sich als der Gott seines Vaters Abraham und als Isaaks Gott. Gott erkannte Abrahams Glauben und auch Isaaks Glauben an und freute sich, sich als ihr Gott zu bezeichnen. Gott ist nicht ein Gott aus unbekannter und ferner Zeit. Er ist der Gott unserer Eltern, der Knechte Gottes und unzähliger Glaubensvorgänger. Es ist auch nicht so, dass jeder seinen eigenen Gott finden müsste. Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist der Gott von Dr. Sammy Lee und von Mr. Dr. Peter Chang. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Jakob sieht wie ein Betrüger aus, aber später sehen wir, dass er in seiner Kindheit den Glauben seines Vaters Isaaks sehr gut gelernt hatte. Er bezog und berief sich immer wieder auf den Gott Isaaks. Den Schrecken Isaaks. Das wurde für ihn die feste Grundlage, alle Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten zu überwinden und seinen eigenen Glauben zu entwickeln. In dieser Hinsicht ist es ein großartiges Privileg, dass wir in unserer Kindheit den Glauben und den Gott unserer Eltern, der Knechte Gottes und der Glaubensvorgänger, lernen und ererben dürfen. Zweitens, Gott wollte Jakobs Gott werden durch seine Verheißung. Im Moment war Jakob ein Flüchtling, aber Gott gab ihm die Verheißung, dass er das Land, worauf er im Moment mit seinem Kopf auf einem harten Stein schlief, ihm geben wollte. Jakob war im Moment ganz allein. Aber Gott gab ihm die Verheißung, seine Nachkommen wie den Staub auf Erden, der ihm im Moment in seiner Nase und Augen wehte, werden zu lassen, ihn in alle Himmelsrichtungen auszubreiten und ihn zu einem Segen für alle Geschlechter auf Erden zu machen. Schließlich verhieß Gott ihm, mit ihm zu sein und
ihn wieder in das Land der Verheißung zurückzubringen. Als Jakob vom Schlaf erwachte, baute er früh am Morgen ein Steinmal und nannte die Stätte Bethel. Jakob legte auch ein Gelübde ab. Was war der Inhalt seines Gelübdes? Lesen wir Kapitel 28, Verse 20 bis 22 und lernen wir Jakobs Gelübde, Jakobs Glaubensentscheidung kennen. Bitte? Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben, Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen? So soll der Herr mein Gott sein, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Hier sehen wir Jakobs einfachen, aber ganzen Glauben. Jakobs Glauben und seine Wünsche waren zu diesem Zeitpunkt sehr einfach. Wir sehen auch die guten geistlichen Manieren, die er von seinen Eltern gelernt hatte. Mit Gott verbindlich zu handeln, Gott ein Altar bzw. ein Gotteshaus zu bauen und den Zehnten zu geben. Er beklagte sich nicht oder bemitleidete sich selbst nicht. Er berechnete auch nicht, ob Gottes Verheißung möglich ist oder nicht. Entscheidend ist, dass er sich für Gott entschied. Er traf eine Lebensentscheidung, dass der Herr sein Gott sein wird und mit der Verheißung Gottes zu leben. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich gerade in der Zeit der Verfolgung und Pandemie den einfachen Glauben des Knechtes Gottes an die Verheißung Gottes aus Hesekiel 37, 10 sehen und lernen darf. Der Knecht Gottes ließ sich nicht betrüben, sondern entschied sich für Gott und sich an Gottes Verheißung zu halten, dass die geistlichen Totengeweine wieder lebendig gemacht und als ein überaus großes geistliches Heer aufgestellt werden. Mit dem einfachen Glauben forderte er trotz seines Alters das Werk Gottes heraus, zweier Bibelstudium-Teams zu bilden, die nächste Generation und die Hoffnungsträger durch die geistliche Lebensgemeinschaft zu mobilisieren und mit unseren Mitarbeitern sogar die Emission praktisch herauszufordern. Ich darf mich auch für Gott und Gottes Verheißung entscheiden und als ein geistlicher Erstgeborener leben. Mein Gott, ja, mein Gott ist auch der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, von Dr. Semele und auch von meinem Vater. Ich stehe auf den Schultern von Riesen. Ich darf mit der Verheißung Gottes aus Hesekiel 37, 10 und Esra 7, 10 in das Land der medizinischen Fakultät und der Emission weiterziehen. Ich entscheide mich, an dem geistlichen Erstgeburtssegen, zum Beispiel des Frühgebets, auch der Frühstücksgemeinschaft und der geistlichen Zusammenarbeit festzuhalten und als Erstgeborener und geistlicher Leiter für das geistliche Wiedererweckungswerk und für die Weltmission gebraucht zu werden. Gott segne einen jeden von uns, wie Jakob, mit dem einfachen Glauben eine Lebensentscheidung zu treffen, Gott und Gottes Verheißung zu erwählen und als geistliche Erstgeborene zu leben. Teil 2 ist auch sehr interessant. Der Gott von Mesopotamien, Kapitel 29 bis Kapitel 31. Schließlich kam Jakob in die Gegend von Haran und suchte seinen Onkel Laban. Er machte Rast an einem Brunnen. Dort kam auch Rahel, die Tochter Labans, mit den Schafen ihres Vaters zum Brunnen. Als Jakob Rahel sah, freute er sich sehr und verliebte sich direkt in sie. Genau. Das sind. Laban hatte auch eine weitere Tochter, Lea, die eigentlich die erste Tochter war.
Ja, Lea war eine treue und innerlich sehr schöne Frau, aber sie hatte ein Problem. Die Bibel sagt, dass ihre Augen ohne Glanz waren. Sie hatte ein Augenproblem. So, das sind Rahels Augen. Sie hat Glanz. Das ist der Pupillarreflex, den ihr alle habt. Ihr habt alle Rahels Augen. Hoffnungsträger Olaf hat auch Augen mit Glanz. Das sind wahrscheinlich Leas Augen. Natürlich hat sie auch den Pupillarreflex, aber der befindet sich hier im weißen Bereich. Darum sagt die Bibel, Leas Augen hatten keinen Glanz. Und die englischen Bibelübersetzungen sagen, die Augen Leas waren schwach. Weil die Augen, die schielen, können nicht das Sehen gut entwickeln. Und die alte Luther-Übersetzung sagt, Lea hatte blöde Augen. Oder ihr Gesicht war blöde. Ja, Lea war nicht blöd, aber sie hatte wahrscheinlich ein Augenproblem, sehr wahrscheinlich ein Schielproblem. Genau, dagegen war Rahel schön von Gestalt und hatte ein schönes Gesicht. Darum interessierte sich Jakob nur für Rahel. Für Rahel wollte Jakob 7 Jahre für Laban arbeiten. Wegen der Hoffnung der Heirat gingen die 7 Jahre wie 7 Tage vorbei. Dann feierten sie große Hochzeit. Aber am nächsten Tag erkannte Jakob, dass sein Onkel Laban ihm seine erste Tochter Lea zur Frau gegeben hatte. Ja, wir sollen hier nicht denken, dass Laban ein Betrüger ist, sondern lernen wir das Vaterherz kennen. Aber das wollte Jakob nicht akzeptieren. Er war uneinsichtig und wollte Rahel um jeden Preis. So verpflichtete er sich, noch weitere 7 Jahre für seinen Onkel Laban zu arbeiten. Wie war Jakobs Familienleben? Sehen wir uns Kapitel 29, 31 bis Kapitel 30, Vers 24 an. Lea liebte Jakob so sehr. Für Lea war Jakob ihr Traummann. Aber Jakob verachtete Lea und liebte nur Rahel. Lea war gegenüber Rahel unfassbar benachteiligt. Ihre Situation war menschlich betrachtet hoffnungslos. Aber Lea wurde nicht depressiv. Sie kämpfte mit Gott. Als der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Lea gebar 4 Söhne, Ruben, Simeon, Levi und Judah. Er stand 4:0 für Lea. Als Lea so fruchtbar war, erkannte Rahel, dass sie sich nicht auf ihrer Schönheit ausruhen konnte, sondern dass sie jetzt auch aufwachen und kämpfen musste. Sie gab darum Jakob ihre Leibmagd Bilha zur Frau, so dass Jakob noch 2 weitere Söhne, Dan und Naphtali, geboren wurden. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Rahel bezeugte, über alle Maßen habe ich gekämpft mit meiner Schwester und ich habe gesiegt. Ja, manchmal kämpfen meine 2 Töchter auch. Aber Lea ruhte sich ebenfalls nicht aus, sondern kämpfte weiter. Sie gab Jakob ihre eigene Leibmagd Silpa zur Frau, wodurch noch weitere 2 Söhne, Gad und Asser, geboren wurden. Rahel war sehr verzweifelt, darum kaufte sie Liebesäpfel von Ruben, Leas Sohn, zum Preis, dass Lea mit Jakob die ehrliche Gemeinschaft mit Lea halten durfte. Obwohl es wie ein Kaufgeschäft aussah, sagt die Bibel, dass Gott Leas Gebet erhörte. So gebar Lea Jakob noch Issachar und Sebulon, insgesamt 6 Söhne und eine Tochter Dina. Schließlich gedachte Gott an Rahel und ließ sie auch einen Sohn Josef gebären. Rahel lernte schließlich Demut und bekannte, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Sie lernte auch zu Gott zu beten und bat Gott um seine Gnade, dass Gott ihr noch einen Sohn dazugeben würde. 14 Jahre lang
konnte Jakob nicht viel tun, außer sehr hart zu arbeiten. Er wurde zuerst für 7 Jahre ein Assistenzhirte und dann für weitere 7 Jahre ein Fachhirte. Er ging frühmorgens zur Arbeit und kam spätabends zurück und fiel dann todmüde in den Schlaf. In dieser Zeit geschah das Werk Gottes durch die starken Frauen des Glaubens, die auf Leben und Tod kämpften. So wurde Jakob, obwohl er durch seine Arbeit sehr gebunden war, 12 Söhne geboren. Diese wurden die Stammväter der 12 Stämme Israels. In der Zeit der Krise und Gebundenheit geschieht das Werk Gottes oft durch die starken Frauen des Glaubens, die wie Rahel und Lea geistliche Kämpferinnen sind, die mit Gott kämpfen. Als ich 9 Jahre lang studierte und in der Business-Mission arbeitete und keine Arbeitsstelle oder einen ordentlichen Verdienst hatte, kämpfte Miss Napolin heldenhaft, um mit dem Knecht Gottes zusammenzuarbeiten und gebar und erzog durch den Glauben auch 4 Missionare der 3. Generation durch das Frühgebet. Als Hirte Johannes auf der Intensivstation arbeitete, kämpfte Miss Nan Maria Chang, um dem Pionierungswerk der medizinischen Fakultät und dem Einladungswerk und auch dem Werk der 3. Generation zu dienen. Miss Nan Monika kämpfte auch, das Haus zu Gottes zu bauen. Miss Nan Deborah kämpfte auch für das Zweierbibelstudiums- und Jüngererziehungswerk. In dieser Zeit der Verfolgung kämpfen unsere Glaubensmütter mit dem Knecht Gottes, dem Werk Gottes, den Hoffnungsträgern der nächsten Generation, zum Beispiel mit dem Psalm-Masterkurs zu dienen und fordern auch die Weltmission durch KBG und durch die M-Mission heraus. Dadurch lässt Gott sein Werk gerade in der Verfolgungszeit mächtig wachsen und gedeihen. Sehen wir uns Kapitel 30, Verse 25 bis 43 an. Hier können wir den Glaubenskampf von Jakob kennenlernen. Jakob war mittlerweile ein Oberhirte geworden. Aber es gab für ihn keine Geschenke. Jakob verhandelte mit Laban, dass alle gefleckten, bunten und farbigen Tiere sein Lohn sein sollten. Laban sagte, ja, sehr gerne. Sie machen das ja so gut, Herr Jakob. Aber praktisch gesehen nahm Laban alle farbigen Tiere von Jakob weg. Man sagt, dass es unter einem Chef wie Laban unmöglich ist, reich zu werden. Man sagt auch, dass es in Deutschland unmöglich ist, reich zu werden bzw. dem Jüngererziehungswerk zu dienen. Aber Jakob gab nicht auf. Er entwickelte eine besondere Zuchtmethode, sodass die weißen Tiere plötzlich viele farbige Tiere hervorbrachten. Ja, also sie gingen weiß da rein und kamen irgendwie mit Farbe wieder raus. Man nennt die auch Jakob-Schafe, ne? Wie man sehen kann. Seine Methode war logisch nicht ganz nachvollziehbar, aber seine Methode war sehr kreativ und sehr fruchtbar. So wurde Jakob in 6 Jahren über die Maßen reich, sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte. Der Knecht Gottes erfindet auch manchmal auf den ersten Blick nicht so verständliche, aber sehr kreative und fruchtbare Methoden. Zum Beispiel induktives Bibelseminar, Bibelstudium, GLEF, Masterkurs, internationales Bibelseminar, Leadership-Seminar am Morgen mit Geschichtsvorträgen. So hat Gott auch unter uns in den vergangenen 2 Jahren trotz Pandemie und Verfolgung sehr mächtig gewirkt und uns überaus reich gemacht. Ja, sehen wir uns Kapitel 31, Verse 1 bis 20 an. Als Jakob sehr reich wurde, reicher als Laban und seine Söhne, veränderte sich Labans Haltung gegenüber Jakob. Daran zeigte sich die Führung Gottes. Lesen wir Kapitel 31, Vers 3. Bitte. Und der Herr sprach zu Jakob, zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Aber es ist nicht leicht, seinen langjährigen Chef zu verlassen.
Jakob beriet sich zuerst mit Rahel und Lea. Jakob bezeugte Rahel und Lea, die nicht nur seine Frauen, sondern auch seine Mitkämpferinnen geworden waren, den Gott Isaaks und den Gott von Bethel. Rahel und Lea konkurrierten sehr hart miteinander, ohne Kompromiss und ohne sich etwas zu schenken. Aber wenn es um die Orientierung Gottes ging, arbeiteten sie sehr gut zusammen und unterstützten Jakob und sprachen: Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tu! Von seinen Mitarbeitern ermutigt, sonderte sich Jakob mit seiner Familie und mit all seiner Habe von Laban ab. Wie reagierte Laban? Nach 3 Tagen fiel auf, dass Jakob nicht mehr zur Arbeit gekommen war. Laban erkannte, dass er seinen besten Arbeiter verloren hatte. Da jagten Laban und seine Brüder Jakob nach und holten ihn nach 7 Tagen im Gebirge Gilead ein. Aber Gott, der Gott von Bethel, dem Jakob sein Leben anvertraut hatte, schützte Jakob und hielt seine Verheißung. Ja, lesen wir Kapitel 30, Vers 24. Bitte. Aber Gott kam zu Laban, Kapitel 31, Vers 24. Bitte. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Laban und Jakob machten einen Vertrag. Sie schworen einander bei dem Gott Nahos und bei dem Gott Isaaks, dem Schrecken Isaaks. Zum Abschied lud Jakob Laban und seine Brüder zum Essen ein. So schieden sie in Frieden und auf Augenhöhe. Rechts haben sie zusammen gegessen. Nach 20 Jahren kehrte Jakob in das Land der Verheißung zurück. Alles begann mit dem Gott und mit dem Gelübde von Bethel. Am Anfang hatte Jakob nur den Glauben an den Gott Abrahams und Isaaks. Aber innerhalb von 20 Jahren wuchs Jakob im eigenen Glauben an den Gott von Bethel und an den Gott von Mesopotamien. Sein Glaube und sein Glaubenszeugnis wuchsen immer tiefgehender und zuversichtlicher. Am Anfang war er ganz allein. Aber nach 20 Jahren wurde er ein großes Volk und ein reicher Mann, viel größer und reicher als Esau. Und kehrte in sein Heimatland zurück. Wir können hier lernen, dass Gott seine Verheißung erfüllt und dass Gott diejenigen segnet und deren Gott wird, die durch den Glauben an die Verheißung Gottes leben und sich an Gottes Verheißung halten. Wir können hier lernen, dass der Glaube an die Verheißung anfangs klein wie ein Senfkorn ist, aber mit der Zeit so groß wie ein Baum wird, unter denen die Völker des Himmels Wohnung finden. Ein Missionar wurde in ein Missionsland gesandt. Er war allein und hatte nur 100 US-Dollar in seiner Tasche. Darum sagt er zu seinem Vermieter, als er ein Zentrum mieten wollte und nach Sicherheiten gefragt wurde: Keine Sorge, mein Vater ist sehr reich. Ein Knecht Gottes gab ihm die Verheißung Gottes aus Markus Kapitel 6, Vers 37. Gebt ihr ihnen zu essen. Der Missionar kämpfte mit diesem Verheißungswort den Hoffnungsträgern an der Rutgers und Princeton Universität, mit dem Bibelstudium und vielen Mitarbeitern der nächsten Generation und vielen internationalen Gästen mit 5 Broten und 2 Fischen zu dienen. Innerhalb von 30 Jahren wurde sein Werk ein großes Werk und er wurde auch ein reicher Mann mit vielen Häusern und Wohnungen. Er ist wie ein Jakob, aber ein Knecht Gottes hilft ihm weiter mit der Verheißung Gottes für die Weltmission zu leben. Unsere Hoffnungsträger, zum Beispiel Hoffnungsträger Olaf, und auch unsere nächste Generation sehen im Moment noch klein aus wie ein Senfkorn bzw. wie ein Jakob. Aber durch den Glauben an den Gott ihrer Eltern und der Knechte Gottes und der Glaubensvorfahren sowie durch eine Lebensentscheidung, ihr Leben auf dem Verheißungswort Gottes zu gründen, werden sie zu einem großen Volk.
in den nächsten 20 Jahren. Im heutigen Text haben wir gelernt, dass alles mit dem Segen Gottes, nämlich mit dem Glauben an den Gott unserer Eltern, Knechte Gottes und Glaubensvorfahren, beginnt. Wir dürfen wie Jakob darum kämpfen, den Segen Gottes zu ererben und als Erstgeborene für das Werk Gottes zu wachsen. Wir haben auch gelernt, dass der Glaube an ein Verheißungswort Gottes am Anfang so klein wie ein Senfkorn ist, aber dass wir durch das Festhalten an der Verheißung Gottes mit der Zeit darin immer weiter wachsen dürfen, bis es zu einem großen Baum für das Heilswerk Gottes wird. Lasst uns wie Jakob eine einfache, aber ganze Lebensentscheidung wie das Gelübde von Bethel mit einem Verheißungswort Gottes ablegen und damit durch den Glauben leben. Gott stelle auch viele hervorragende Frauen des Glaubens wie Rahel und Lea, die mit Gott kämpfen, auf. Gott breite uns nach Westen, Osten, Norden und Süden aus und gebe uns das Land an 1700 Hochschulen in Deutschland und Europa und an 3 Stützpunkten in der muslimischen Welt und bis nach Cartagena, Kambodscha, China und Nordkorea. Gott mache eure Nachkommen wie den Staub auf Erden und segne durch euch alle Geschlechter auf Erden. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir mit dem Glauben an den Gott, des Knechtes Gottes, unserer Eltern und unserer Glaubensvorfahren mit einer Lebensentscheidung für das Verheißungswort Gottes leben. Und wie Jakob als geistliche Erstgeborene leben dürfen. Danke, dass wir den Segen Gottes an unsere zahlreichen geistlichen Nachkommen bis an das Ende der Erde weitergeben. Ich danke dir und bete im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.